Hallo meine Freunde, es ist auch wieder hier mit Let's Play Pokémon Omega Rubin. Wir sind beim letzten Mal hier stehen geblieben, nachdem wir Darky gekriegt haben, den ich auch dabei habe. Und ein Darky! Awesome. Er hat ein neues Wesen, er ist jetzt mäßig. Ich habe ihn resettet, ich habe keine Ahnung, was für TVs er hat. Allerdings ist, glaube ich, der Angriff höher und die Initiative höher als beim letzten Mal. Das heißt, dürfte er schon einigermaßen gute TVs haben. Was ich gut finde. Ansonsten haben wir noch Ninjatom, Yuka, Tweedy und Sun Kapados dabei. Tweedy ist wenigstens diesmal nicht das einzige männliche Pokémon, was ich habe, weil ich auch Darky mitgenommen habe. Und Sue entwickelt sich bald weiter. Deswegen habe ich sie auf jeden Fall dabei. Weil das könnte interessant werden. Das sieht verdächtig aus. Moment. Ich muss mir mal den Dingens registrieren. Ich wollte nicht auf Pokémon, ich wollte auf Items, den Itemradar muss ich mal registrieren. Ja, und ich habe Garados gerade noch Surfer beigebracht. Deswegen war ich noch auf der Dingenstasche. Und ich habe die Profi-Angel gekriegt. Von dem Typen da an der Küste. Einfach anquatscht. Und man kriegt die Profi-Angel. Nee. Schwierig. So. Okay. Wir lassen das Ding einfach mal auf. Gegen dich hatte ich, glaube ich, noch nicht gekämpft anscheinend. Okay. So, mir wurde auch geschrieben, dass die Malvenfroh-Quest, die es immer noch gibt, die man aber scheinbar erst später macht, was jetzt nicht allzu schlimm ist. Yay, gucken wir mal, welches Level, auch 36? Ne, 29. Dann ist der eine tatsächlich nur eine Ausnahme gewesen. Der eine Trainer da rechts. Aber egal, die Konfusion sollte gut Schaden machen. Konfusion! Ja, und dann bin ich mit Level 29 doch noch ganz... Ich glaube, ich wechsle doch aus. Der Gegenstoß tut nämlich weh. Ja, halt, der Gegenstoß ist neutral effektiv. Da war ja was. Versuchen meinen Gedanken gut. Ja, okay. Schutzschilde dich nur. Ich gedankengute mich. Du. So. Ich hoffe, wir finden übrigens noch Gardevoir. Das fände ich sehr geil. Das wird sowieso noch lustig, die ganzen Items. Also wenn es wirklich so ist, dass die Megasteine nicht in Obala XY genutzt werden können. Also die neuen aus dieser Edition. Dann muss ich ja mal die ganzen Competitive-Pokémon hierhin transferieren. Was nervig wird. Das heißt, die Pokémon wird nicht nervig, aber meine ganzen Competitive-Items. Meine ganzen Zucht-Items und alles. Dann würde ich nämlich nur auf der hier spielen. Weil warum nicht? Es gibt ganz bestimmt auch die Kontakt-Safari wieder hier. Irgendwo. Hoffe ich mal. Aber wenn auch. Aber auch wenn nicht. Das macht gut Schaden. Okay, der Ruhrort bringt jetzt herzlich wenig. Oh. Weißt du was? Diebeskuss. Ein bisschen die KP wieder auffüllen. Der macht auch gut Schaden, meine Herren. Du. Roms, aua, was ist das? Yay, und noch ein Diebeskuss. Sue ist hier ganz viele Küsse am Verteilen. Das kann man auch falsch verstehen, aber egal. Ich sollte meine Klappe manchmal halten. Oder nachdenken, bevor ich rede. Aber dann wird das NP langweilig. So. Dich habe ich. Was ist mit dir? Dank diesem Johnson bin ich jetzt auch richtig vom Geheimbörsenfieber angesteckt. Er hat gesagt, er würde in eine Geheimbörsengilde warten, aber Bomber City ist ganz schön weit weg. So weit ist das gar nicht. Ja. Ach so, ja. Fungieren die ja eigentlich immer noch nach dem gleichen Prinzip wie früher? Du. Hallo, Tropius. Du. Yay, Regen- und Solarkraft. Ich habe jetzt keine Lust, gegen Tropius zu kämpfen. Das könnte etwas länger dauern. Obwohl die Flug-Pflanze-Kombination ganz interessant ist. Ach so, sie bewegen sich... Okay. Sie bewegen sich zwar in einem Muster zu dem, wie ich mich bewege, aber ich weiß jetzt gerade nicht, in welchem. Oder jeder anders. Egal. Ich weiß nur... Man kriegt, glaube ich, nichts dafür, dass man die macht, ne? Oh, egal. Gucken wir mal. Ich weiß auf jeden Fall, dass die nächste... Item?
Haha. Wo ist es? Verdammt. La 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 la. Der Blickwinkel ist gerade auch etwas dämlich. Ein Duflor, das könnte ich ziemlich einfach umhauen. Das könnte mich auch ziemlich einfach umhauen. Ha, Chlorophyll. Yay. Na komm, probieren wir's. So stark ist es ja nicht. Konfusion. Ich bin auch die ganze Zeit überlegen, hättest du nicht schon längst die Psychokinese lernen sollen? Ist das nicht eine der ersten Attacken, die... Also eine sehr, sehr frühe Attacke, aber es hat sie nicht gelernt. Naja, nicht so schlimm. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Wäre nur sehr nice, weil ich dann ziemlich viele Gegner one-hitten könnte. Ja, bitte. Na. Danke. Wow, das hat sich nicht wirklich gelohnt. Egal. So, aber hier gibt es auf der Route auf jeden Fall noch Sachen, die man mit dem Kunstrad erreichen kann. Hey du, ist ein Ranger. Osianan, für ein Abenteuer hast du ja nicht viel Gepäck dabei. Das ist richtig. Ich habe aber ein Itemradar auf dem Kopf. Du Pokémon Ranger Hannelore. Schöner Name. Oh, hi. Guten Tag. Und du hast Sporenwirt. Sehr gut. Aber solange ich dich nicht berühre, sollte das alles gehen, meine Herren. Konter. Ja, Konter bringt dir viel. Okay, das tut weh. Lass das. Konfusion. Weil Diebeskuss setzt sich jetzt nicht ein, damit hätte ich mich zwar heilen können und es wäre auch sehr effektiv gewesen, aber Diebeskuss verursacht tatsächlich Kontakt. Weil es halt ein Kuss ist. Zuschuss. Es könnte interessant sein. Ich lasse die Säuselstimme mal vergessen. Lass mal Zuschuss erlernen. Es kann interessant werden. Vor allem, weil meine Pokémon später ja nur Attacken haben. Meistens. Fast immer. Auf jeden Fall ziemlich viele. Und da das alles eine normale Attacke wird, kriegt auch alles Step. Ich dachte immer, man könnte fliegen, indem man viele Pokémon fängt und sicher an Klammer durch Lüfte gezogen. Aber vor allem fliegen. Es gibt sogar den Überflieger hier. Naja. So. Hi. Es sind aber gar nicht mehr so viele wie früher und hier sind Leute drin. Oh ja, das sieht ja jemand müde aus. Okay. Wow. Es war jetzt nicht weit weg. Aber hier ist ja ein guter Trainingsplatz. Also Trainingsplatz, da kann man hier sich immer heilen. Eine sogenannte Urzeithöhle geben. Die Menschen erzählen sich, dass dort die Geister von Pokémon wieder zum Leben erweckt werden. Ob das tatsächlich möglich ist? Wir werden es noch herausfinden. Ich bin auch ehrlich gesagt froh, dass ich weiterspiele. Dann kann ich mir endlich mal Parts von Darky wieder angucken. Was ich jetzt schon eine ganze Weile nicht gemacht habe. Ich kann übrigens mal das Radar wieder einschalten. Weil wir haben eigentlich noch nicht gesehen. Zum Beispiel das da noch nicht. Das haben wir ein Kecleon. Jetzt schon? Naja, egal. Ich schleiche mich mal hier durchs Gras. So. Sehr schön. So. Hier ist auch der Ort, wo ich früher meine Geheimbasis meistens gemacht habe. Also hier unter der Brücke. So. Und ich sehe gerade, da oben ist ein Trainer ausgetauscht worden. Da oben stand normalerweise immer ein Ranger, das weiß ich noch. So. Hui. Deswegen habe ich das Kunstrad mitgenommen. Weil... Ist hier noch ein Item? Ne, hier ist die Geheimbasis. Das da dürfte auch ein Busch für Geheimbasen sein. Du. Noch ein Duflor. Okay. Kein Ding. Hornwurm. Und ich kopiere Chlorophyll. Das mir nichts bringt. Es wird später bestimmt noch interessant mit den, mit der Fährte. Nice Verwirrung. Weil bei manchen Pokémon, die haben dann doch schon so ganz lustige Fähigkeiten mit Fährte. Haben die und man kann sie mit Fährte halt übernehmen. Zum Beispiel Familienbande. Was auch sehr geil ist. Oder halt irgendwelche Speckschicht zum Beispiel. Es hört sich zwar doof an, aber Speckschicht ist eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man es übernimmt. Ah, auf Level 30 lernt die Psychokinese.
Hatte irgendwie im Kopf, dass es früher kommt. Und Psychokinese macht 90 Sudden. Ich würde aber das gerne behalten. Und was ich dafür die Konfusion... Aber die Konfusion hat so viele schöne AP. Ich lasse... Ganz ehrlich, lasse ich vergessen. Zauberblatt. Dann lieber eine richtig schöne starke Psycho-Attacke. Und dafür... Dingens. Und... Oh mein Gott. So entwickelt sich. Finde ich gut. So. Darauf einen Schluck. Saft. Ausnahmsweise mal. Yay. Oh yeah, ein wunderschönes Gardevoir. Sehr schön. Oh, Gardevoir. Immer noch eins meiner Lieblings-Pokémon. Ja. Stimmt, ich habe so ein Pokémon mit... Ich habe ja Dings dabei, Ninjatom. Das kann ja gar keinen Power. Nein. Das sieht nicht gut. Ich möchte einen schönen großen Raum haben. Ich suche mir später noch eine Geheimbasis. Vielleicht mache ich das sogar im Stream. Das wäre doch mal was. Ich streame meine Geheimbasen. Ich habe sowieso vor, ich habe mich mal in Anführungsstrichen gespoilert und mir mal angesehen, was für legendäre Pokémon man fangen kann. Und meine Herren, sind das viele. Wow. Echt nicht schlecht. Also ich kenne keine Pokémon-Generation, wo man so viele Legis fangen kann. Also auf Uni-Events oder sonstiges dabei. Das ist echt nicht schlecht. Ich meine, eins haben wir ja schon. Warum setze ich nicht die Psychokinese ein? Ha, gute Frage. Weil die Konfusion ausreicht. Nice. So, und meine Herren, das sind wirklich, wirklich verdammt viele. Aber ich werde die wahrscheinlich im Stream machen. Einfach weil, also Teil im Stream. Weil ich sie eigentlich resetten möchte, größtenteils. 92, aber Darky ist immer noch, ja. Darky haut rein. Darky wird lustig. So, aber Kapados muss auch noch nachziehen. So. Deshalb gehen wir weiter. Du bist kein Trainer, so wie das aussieht. Kennt dann ist der der Podcast. Ja, ich hab's gerade eben benutzt. Grips und Muckis. Das hat er, seit wir ein Team zusammengeschlossen haben. Vor dir steht Grips und Muckis. Wir sind so frei und legen uns jetzt mal ins Zeug. Spitze, der erste Trainer, der uns begegnet, seit wir uns in seinem Team zusammengeschlossen haben. Zusammen sind... Warum habt ihr das jetzt beide gesagt? Grips und Muckis, Kato und Yaro. Ist das irgendeine Anspielung? Ich weiß gar nicht, oder gab es die vielleicht die nächste? Ich finde auf jeden Fall ihre Pokémon-Wahl sehr geil. Wir könnten vielleicht später uns Synchro über... Synchro, eine Fähigkeit, die Gardevoir quasi nie hat. Aber ich finde es auch schön, dass ich jetzt Kapados und Sue vorne habe, weil Kapados kann sich um Kadabra kümmern und Sue kann sich mit dem, da kann ich der Psychokinese mal sich um Machop kümmern. Yay, Reflektor. Muss ja ein bisschen die schlechte Verteidigung ausgleichen. Psychokinese. Tschüss, Machok. Yay. Erstmal einen schönen Angriffsboost kriegen. Wow. Wow. Geil. Awesome. Windhose. Spezielle Attacke, ne? Da behalte ich tatsächlich lieber den Tackle. Wow. Sehr schön. Ich ziehe dem Tackle eine andere Attacke vor. Aber der Tackle hat nur eine Base von 50. Tweedy versucht einen Bodycheck. Bodycheck. Tweedy ist so... Nee, Tweedy hat eigentlich so ziemlich gute Attacken bisher. Braucht den Bodycheck nicht. Ja. Wo ich den Fluch vielleicht irgendwann mal vergessen lasse. Aber Intensität ist eine sehr gute physische Attacke und der Reflektor hat dich gerettet. Und, komm. Gib Kadabra ein Küsschen. Natürlich Genesung. Was denn auch sonst? Roms einmal ins Gesicht gehauen. Ich finde die Kombination der Animation aber schön. So.
Und ja, das sieht doch ganz gut aus. Du, vielen Dank. Dabei haben wir. Okay. Ihr habt mir Geld gebracht. Ich hätte übrigens gern das Münzamulett. Habe ich das schon verpasst oder kommt das noch? Lu. Aber bald sollte ja. Hä, bist du ein Trainer? Nein. Musst du suchen, muss Pokonavis? Ich hab gehört. Präziser, kann man. Hier von ungewöhnlicher Rückkehr. Ja, das weiß ich doch schon längst. Das habe ich auch schon gemacht. Wackel, wackel. So. Ich weiche den Trainer hier mal. AP Top. Nice. Ich muss sowieso noch gucken, wo ich Darky Dracomiteur beibringen kann. Das wäre sehr nice zu wissen, aber ich tippe mal, dass er relativ spät kommen wird. Ich tippe irgendwo. Vielleicht sitzt er in Dingens. Also ich habe keine Ahnung, in Xernoville. Xernoville oder Prachtpolis City wahrscheinlich. Oder auf irgendeiner Route wird er hocken. Diese Ninja-Künste. Das ist ja noch besser als im Original. Geradax. Mach ich fertig? Na komm, ein paar Erfahrungspunkte können nicht schaden. Versuchen wir den Surfer, auch wenn der Spezialangriff von Garados echt für den Arsch ist. So, Surfer. Ja, geht aber mit dem Regen dabei. Und den Tackle. Lehmsula, yay. Danke. So. Du. Wie lange ist die Folge jetzt eigentlich? Etwas über 15 Minuten. Wir haben noch Zeit. So viel Zeit. Ich möchte mal sehen, wie das aussieht, wenn die mich jetzt angreifen. Bist du schießt? Ah, sie greifen mich nicht selbst an. Ich muss sie ansprechen. Ha. Ninja-Junge Eugen. Hey, Smogon? Smogon! Hier kommt Karpados. Obwohl, nee, Garados sagt seinen Namen ja nicht. Die brüllen ja immer nur. Oh. Sowieso eines der wenigen Pokémon, die ihren Namen nicht sagen. Taubsi am Anfang glaube ich auch nicht. Später dann schon. Was merkwürdig ist. Am Anfang gurt Taubsi nur. Taubsi, Tauboga und Taubas gurren am Anfang nur in den ersten paar Staffeln. Später sagen sie dann doch ihren Namen. Was ein bisschen merkwürdig ist, aber okay. Ja, das ist total überraschend. Ich hatte überrascht, wie schlecht das Kostüm war. Oder die Verkleidung. Ach ja, stimmt. Ich weiß jetzt, was man hier kriegt auf der Route. Auf der Route bekommt man... Dingens. Oh, Team Magma. Hi. Hier kann man ja Dingens fangen. Barschwa. Barschwa ist verdammt nochmal selten. So. Machen wir das Klima-Institut. Komm im Klima-Institut. Im ersten Stock gibt es offenbar Ärger. Doch das bringt mich nicht aus der Ruhe. Schließlich bin ich ein Profi. Die Höhenrangers kämpfen friedlich miteinander in der Höhle. Die Actionfiguren zur Serie Höhenrangers stellen die sensible, aber clevere Heldin Metros Ivori dar. Das bräuchte. Finde ich übrigens interessant, dass hier überall diese Höhenrangers sind. Das ist extrem lustig. Ist das die gleiche Figur? Ja. Beim anderen war es ja eine andere Figur. Kann man sich hier ausruhen? Hey du. Ah, okay, man kann sich ausruhen. Ja, cool, das geht immer noch. So. Dann machen wir noch das Klimainstitut, würde ich sagen. Es dürfte ja hinpassen. Garados, ja, das sollte passen. Ich könnte theoretisch den Peter da mal ausschalten. Obwohl, nee. Das bringt mich dann nur später in Schwierigkeiten. Kalle interessiert sich für die Forschung hier. Daher hat er uns hierher geschickt. Stör uns nicht. Okay. Ich störe euch nicht. Ich verjag euch nur. Du. Ein Team Magma Rüpel mit einem McNain. Fuck. Los, Karpados.
Erstmal bedrohen die sich jetzt gegenseitig. Ich bin aber... Nein, das hat keinen Bedroher. Okay. Machen wir den Tackle. Oh, danke. Es könnte jetzt aber Head Dart werden. Ich habe jetzt einen Angriffsspace von 160. Das ist schon nicht schlecht für das Level. Dann senkt er meinen Spezialangriff. What? Du verwirrst mich, Magnein. Hm. Okay. Vielleicht soll ich doch den EP-Taler obwohl, nee, dann habe ich dann in der nächsten Arena Probleme. Ich lasse den EP-Taler an. Weil ich habe, ja, wir haben ja jetzt mal schon gesehen, was dann passieren kann, wo ich dann mit Level 23 Pokémon noch gegen Level 31 antreten dürfte. Das war nicht lustig. Oh, come on. Was denn Blödsinn? So. Biss-Attacke. Nom nom nom. Und om nom nom. Ja, ist okay, Sternschauer. Wie die Verwirrung einfach nicht hält und wie sie nichts gebracht hat. Okay. Und Level 30 für Gyarados. Wow, das ist ein geiler Schub an Werte. Nice. So erreicht auch noch ein Level. Sehr schön. Ich würde echt sagen, ich bin ganz gut in der Werte. Nehmen wir dich auch noch mit? Ja komm, nehmen wir dich auch noch mit. Wir haben mitbekommen, dass das Institut untersucht, wie das urzeitliche Pokémon mit dem Wetter in Verbindung steht. Deshalb sind wir hier. Aha. Es sind Zwillinge. Wie immer. Gibt es eigentlich eine Edition, wo die Rüpel mal mehrere unterschiedliche Sprites für männliche und weibliche Rüpel haben? Ich meine, in den allerersten Generationen gab es nur Rocket-Rüpel. Also von daher... Okay, Gyarados krittet einfach. Okay. Es hat keinen Bock mehr, das möchte ich durch. Ich will das jetzt noch in einer vernünftigen Folgenlänge hinbekommen. Also vernünftige Folgenlänge für für Omega Rubin. Was so eine knappe halbe Stunde ist. Was? Das ist doch... Wusste Mark etwa von all dem? Oh nein! Das sind unsere kostbaren Forschungsergebnisse. Gib sie zurück! Okay. Doktor, alles in Ordnung? Hat er den gerade geschlagen? Ich bin sprachlos. Oho, das bringt selbst mich aus der Fassung. Mark, unser großer Anführer. Was haben Sie uns... was haben Sie mit dieser Welt bloß vor? Und was haben Sie mit uns von Team Magma vor? Das ist unverzeihlich. What? Hallo du, bist du im Vorstand schon? Sind blablabla. Blablabla. Ist noch kein Vorstand, ne? Oder gibt's überhaupt richtigen Vorstand hier? Ja doch, es gibt die Vorstände. Es gibt ja Kalle, es gibt... Ich habe den Namen vergessen aus der letzten Folge. Das ist natürlich ein nicer Zug hier. Auch wenn Surfer wirklich eigentlich keinen Sinn auf Gyarados macht. Aber es ist halt eine ganz gute Attacke. Die sowas wie Kamaup einfach mal one-hitted. Habe ich Tweedy eigentlich dabei? Wollte ich auch noch mitnehmen. Ich glaube, ich habe Tweedy dabei, ne? Doch, ja, Tweedy hat ja eben ein Level erreicht. Das ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Holen wir Tweedy raus. Den interessiert das sowieso nicht so ganz, wenn da sein Angriff entweder gesenkt wird. Und der Kupf voll verpennt. Es hat schon wieder keinen Bedroher. Okay. Flammensturm, einfach weil ich die Animation awesome finde. Und Willi damit ganze Massenbegegnungen one-hitted. Yes, sir. Wow. Willi, awesome. Erdkräfte, go! So. Ja, okay. Das bringt jetzt auch nicht mehr viel. Wuhu. Findest du übrigens awesome, dass Erdkräfte so früh von Tweedy erlernt werden? Also von Kamaup allgemein. Das ist ziemlich heftig.
So, und ich bin gerade überlegen, Kamau entwickelte sich, glaube ich, ziemlich spät erst, oder? Auf jeden Fall hatte Dingens ein underleveltes Kamau. Das weiß ich. Das war ein bisschen underlevel. Ach komm, hauen wir den Supertrank weg. Passt eh genau. So. Gehen wir weiter. Hey du. Was hat denn ein Kind hier zu suchen? Ich habe ja ganz wichtige Dinge zu tun. Wie euch aufhalten. Yay. Ein Gulbat. Galbat. Du. So. Erstmal den Angriff senken. Hau mit dem Surfer. Oh, komm, hau mit dem Surfer drauf. Ach, komm schon. Warum den Konfusstrahl? Was soll das denn? Das ist nicht cool. Yay, aber Kapados hat da gar keine Lust drauf. Ha. Huh. So. Du. Und Garados hat echt keinen Bock, verwirrt zu bleiben, ne? Das ist heftig. Ja, das bringt dir gar nichts. Komm, geh drauf. Du. So. Wundervoll. Über 1000 Erfahrungspunkte. Nice. Ich habe eine Niederlage erlitten. Jo, was hast du? Was hast du in der Tat? Hey, Kalle. Hohoho. Sag mal, bist du denn, eigentlich ein heimlicher Bewunderer von mir, Kindchen? Du scheinst mir ja selbst dann auf Schritt und Tritt zu folgen, wenn ich die Eigenregie unterwegs bin. Haha, aber ehrlich gesagt kommst du mir gerade ganz gelegen. Es ist viel geschehen, von dem du nichts weißt. In mir herrscht ein fürchterliches Chaos, Gefühlschaos. Daher werde ich diese Gelegenheit nutzen, um all diese bitteren Gefühle, die ich in mir angestaut habe, an dir auszulassen. Mach dich darauf gefasst, gezüchtigt zu werden. Freundlich. Okay, Kalle. Kann losgehen. Ich finde übrigens, dass er auch ein 3D-Spread hätte bekommen sollen. Also so ein 3D. Vernünftige 3D-Figur. Er hat einen Kamerups. Das ist natürlich für Kapados jetzt nicht viel. Ist er auch underleveled? Was soll das denn? Yay. Crit. Okay. Alles klar. Das passt doch gut. Haben das Klima-Institut auch noch geschafft. Dann könnte es sein, dass wir in der nächsten Folge schon die nächste Arena machen. Schauen wir mal. Ich glaube, Yuka sollte ich langsam mal ablegen. Ich will Yuka aktuell nur dabei haben, weil das entwickelt sich erst. Sie entwickelt sich erst weiter, wenn ich einen Mondstein gefunden habe. Meine Güte, heute ist wirklich nicht mein Tag. So viel Stress verkrafte ich an einem Tag nicht. Ich kann nicht mehr. Hör mir gut zu, Kindchen. Wenn unser Anführer erst einmal seinen Plan in die Tat umgesetzt hat, dann wird die Welt, die wir kennen, in ewiges Zwielicht gehüllt. Was? Twilight? Oh mein Gott, nein! Das Meer, wo einst alles begann, wird dann zu einem Ödland, das unser aller Ende bedeutet. Alles Leben wird sein Ende finden, sag Kindchen. Was denkst du im Angesicht dieser unabwendbaren Schicksals zu unternehmen? Ich bin sehr gespannt auf deinen nächsten Schachzug. Hohoho! Unser Anführer sollte sich inzwischen auf dem Weg zum Pyroberg befinden. Ich muss ihm folgen. Das ist interessant. Vielen Dank, das ist ja zu schätzen. Doktor, alles in Ordnung. Diese Ohrfeige hat es ganz schön in Sicht. Dieser Lunke. Aufzeichnung für den Film, blablabla. Aber wozu? Genug gehadert. Zunächst möchte ich unser Herz danken. Es mag zwar unkonventionell sein, aber nimm doch bitte dieses Pokémon als Zeichen meines Dankes an. Oh, das ist kein Platz für dieses Pokémon. Sprich mir einfach wieder an, sobald dein Team Platz geschaffen hast. Noch ein Wort zu den Daten, die sich dieser Gaun auf den Nagel gerissen hat. Sie befassen sich mit einem Wetter. Mit den Wetterkapriolen, die vor Jahrtausenden von zwei legendären Pokémon verursacht wurden. Bei einem von beiden handelt es sich um das legendäre Pokémon Groudon. Es heißt, es habe damals seine Gestalt geändert, indem es eine Energieform in sich aufsog, die in der Natur im Überfluss vorhanden ist, die sogenannte Naturenergie. Weiterhin heißt es,
Es habe eine fatale Dürre ausgelöst, durch welche die Gewässer ausgetrocknet und versandeten. So hat es die Landmassen um ein Haar die Meere dieses Planeten vollständig verschluckt. Meine Güte! Ei! Dieses besondere Verwandlung Groudons nennt man die Protomorphose. Die aus der Protomorphose resultierende Gestalt Groudons heißt in Anlehnung daran Proto-Groudon. Die Protomorphose ist ähnlich wie die Mega-Entwicklung, eine der verschiedenen Entwicklungsformen, die Pokémon unter bestimmten Voraussetzungen durchführen können. Rein theoretisch zumindest. Denn außer Groudon und einem weiteren urzeitlichen Pokémon ist es keinem anderen Pokémon je gelungen, eine Protomorphose durchzuführen. Dies ist wohl auch der Grund, weshalb sie als Entwicklungsform in Vergessenheit geraten ist. Wir müssen dann leider wieder an die Arbeit. Schau doch bitte im Erdgeschoss vorbei, wenn du einen Augenblick Zeit hast. Wir möchten uns nämlich noch für deine Hilfe bei dir erkenntlich zeigen. Okay. Okay, Formeo werde ich irgendwann später mal abholen. Ist jetzt kein Pokémon, was ich jetzt unbedingt haben muss. Aber okay. Schon die mal wollten. Okay. Wo ist der andere Kerl? Da. Schöne habe ich für dich. Nice, ein Beulenhelm. Finde ich gut. Bist du jetzt immer noch ganz ruhig oder bist du jetzt aus totaler Panik? Willkommen, Klima. Nice, danke. Okay. Eisbrocken? Moment. Eisbrocken? Ah doch, ist der für den Hagelsturm. Doch. Ich war gerade am überlegen, was Eisbrocken nochmal war. Aber der Stein für den Hagelsturm. Verlängerung. So, aber ich würde mal sagen, das war genug für heute. Ich guck mal, ob ich vielleicht noch rausgehen kann. Ohne, dass ich was trigger. Anscheinend. Und ich würde mal sagen, beim nächsten Mal geht's dann hier weiter in Richtung Baumhausen City, wo uns die Gilde erwartet. Und also die Geheimbasengilde und uns die nächste Arena auch erwartet. Also ich bin Zarok. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.